Das sind die LTV-Themen vom Mittwoch. Das Volksbegehren ist gescheitert. Herbstmesse will jünger werden. Und große Spende für Kinderleicht. Das und mehr gleich hier im Anschluss. Große Herbstmesse mit verkaufsoffenem Wochenende im Möbelzentrum Großreschen vom 11. bis 13. Oktober mit exklusiven Einkaufsvorteilen. Bis zu 30% beim Möbelkauf und beim Küchenkauf bis zu 50% Rabatt und zusätzlich sogar die 0% Finanzierung. Achtung, bei einem Küchenneukauf ab 3.999 Euro bekommen Sie den Geschirrspüler geschenkt. Erleben Sie das Programm zur Herbstmesse mit unseren Live-Gewinnspielen und dem Siemens Live-Cooking mit herrlichen Köstlichkeiten zum Genießen. Nutzen Sie unseren besonderen Service wie die kostenlose termingerechte Lieferung, kostenlose Montage durch unsere Profis und kostenlose Entsorgung Ihrer alten Möbel. Möbelzentrum Großreschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Mittwoch, liebe Zuschauer. Es sollte das letzte große Aufbäumen gegen die Landesregierung werden. Seit dem 10. April sammelte die Volksinitiative Hochschulen erhalten Stimmen gegen eine Hochschulfusion. Genau 80.000 Unterschriften waren dafür nötig. Dann wäre es zum wichtigen Volksentscheid gekommen. Heute endete die Aktion. Im Laufe des Abends soll das offizielle Ergebnis bekannt gegeben werden. An einen Erfolg glaubt aber keiner mehr. Es wurde protestiert und gekämpft. Es wurde viel Geld hineingesteckt, aber noch viel mehr Energie. Und selbst als der Entschluss der Fusionierung feststand, gaben sie nicht auf. Die Unterstützer des Volksbegehrens Hochschulen erhalten. Dennoch, die Fusionierung der BTU und der Hochschulen erfolgte. Mit 80.000 Unterschriften hätten die Initiatoren vielleicht etwas bewirken können. Es kamen aber nur 20.000 zusammen. Das Volksbegehren ist gescheitert. Enttäuscht sind wir schon. Ich bin persönlich enttäuscht von der doch so meiner Ansicht nach geringen Zahl in Cottbus, auch wenn Cottbus da führend ist. Ich glaube, Cottbus wird darunter zu leiden haben unter dieser Fusion, weil es einen Rückgang von Studenten geben wird. Und die Bürgerinnen und Bürger hätten schon was dagegen tun können. Ein Nachteil der Fusionierung ist der Stellenabbau. Von den rund 220 Professorenstellen sollen ca. 70 gestrichen werden, so Michael Appel. Das hat wiederum zur Folge, dass einige Studiengänge abgeschafft werden müssen. Umso wichtiger ist es nicht aufzugeben, die Vertreter des Volksbegehrens machen weiter. Die Landesregierung hat mit der Fusion vollendete Tatsachen geschaffen, aber vollendete Tatsachen heißt ja nicht, dass es richtig ist. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es falsch ist, diese Fusion. Wir brauchen die unterschiedlichen Hochschulangebote. Es gibt ja auch Stimmen, die sogar sagen, wir brauchen noch ein viel differenzierteres Hochschulangebot. Deshalb sind wir der Meinung, das ist eine falsche Entscheidung. Und ja, das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, sowas kann man auch wieder zurückabwickeln. Die Ministerin hat das auch bestätigt. Deshalb sagen wir jetzt keinen Grund, deswegen aufzuhören. Nach wie vor ist es so, dass diese Fusion falsch ist. Sie schadet beiden Hochschulstandorten und es wäre richtig, diese Entscheidung zurückzunehmen. Ob die Fusion ein Fehler war und wie sich die Veränderungen auf die Universität und die Hochschulen auswirkt, wird sich zeigen. Auf jeden Fall ist das Thema Fusion noch nicht zu Ende. Eines hat Michael Appel aber schon angekündigt. Er will auch weiterhin mit Fusionsgegnern auf die Straße gehen. Auf der Madloer Hauptstraße kam es gestern zu einem schweren Unfall. Gegen 15.45 Uhr rammte ein Pkw einen Motorradfahrer. Der Pkw-Fahrer hatte ihn beim Verlassen seines Grundstückes übersehen. Bremsversuche kamen zu spät. Der 47-jährige Mann musste in das Karl-Thiem-Klinikum eingeliefert werden. Wie es ihm aktuell geht, ist nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Höhe der Autobahnausfahrten. Nun aber zu etwas Erfreulicherem. Am 18. Oktober startet nämlich wieder eine der beliebtesten Messen in unserer Region. Jünger, attraktiver, aber dennoch altbewährt. So zeigt sich die Herbstmesse vom 18. bis 20. Oktober. 200 Aussteller, sowohl regional als auch national, präsentieren sich in 5 Hallen. In den Bereichen Freizeit, Schlemmen und Wellness stellen sie ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Von A, vom Auto, bis Z wie Zahnersatz. Und die Vielfalt ist größer geworden in diesem Jahr.
Und wir freuen uns auf viele Besucher. Und vor allen Dingen für Familien haben wir ein sehr breites Angebot. Erstmals vertreten sind die beiden Bereiche mobile und agile sowie ambiente Talente. Durch sie soll ein jüngeres Publikum angelockt werden. Die Messe Cottbus bekommt ein neues Gesicht. Ein neues Gesicht nicht von außen, sondern ein neues Gesicht von innen. Denn wir haben neue Ausstellungsbereiche kreiert, in dem sich Aussteller besonders wohlfühlen werden. Und nicht nur die Aussteller, sondern auch die Besucher. Als erstes möchte ich dort die ambiente Talente erwähnen in der Halle 5. Dort wird es eine Kunst- und Kreativausstellung geben von Hobbykünstlern, aber auch von Profikünstlern. Dort wird es Workshops geben und Mitmachaktionen für kreative Menschen oder Menschen, die kreativ werden wollen. Wie in jedem Jahr vertreten, ist der Genuss-, Koch- und Erlebnismarkt Lecker Lausitz. Erstmalig im Rahmen der Messe verleiht der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Brandenburg hier ein Gütesiegel an Gastronomen. Hierbei geht es darum, dass sich die Gastronomen ganz freiwillig einem sogenannten Mystery-Check stellen können. Das heißt, sie werden verdeckt von zwei Testpersonen getestet und das nach verschiedenen vorgegebenen Kriterien. So sieht eben auch der Gast: Mensch, dieses Haus ist mit diesem Siegel Brandenburger Gastlichkeit ausgezeichnet. Hier weiß ich also, dass Qualität und Service an erster Stelle steht. Hier kann ich guten Gewissens reingehen, weil hier wäre ich gut versorgt und das auf höchstem Niveau. Von der guten gastronomischen Qualität und dem umfangreichen Programm der Herbstmesse können sich Besucher übernächstes Wochenende überzeugen. Dann öffnet wieder die erfolgreiche und beliebte Verbraucherausstellung der Lausitz. Eltern aus Cottbus brauchen sich aktuell keine Sorgen um einen Kita-Platz machen. Laut der Stadtverwaltung stehen derzeit knapp 4.100 Kita-Plätze zur Verfügung. Damit sei die Stadt im Soll. Der Bedarf liege demnach bei etwa 3.900 Plätzen. Seit dem 1. August haben Kinder schon ab ihrem ersten Geburtstag bis zum dritten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Betreuung. Ein Ansturm auf die Kitas sei demnach aber ausgeblieben. Und wir bleiben bei den Kleinsten. Wir haben jetzt nämlich die neue Ausgabe unserer Reihe Kinder leicht für Sie vorbereitet. Darin schauen wir noch einmal zurück auf den Weltkindertag. An die 20 Jahre Weltkindertag in Cottbus. Am 19. September feierten Kinder und Erwachsene dieses Ereignis gemeinsam auf dem Stadtteil Vorplatz. Der noch recht junge Verein Kinderleicht in Cottbus e.V. hatte hier die Gelegenheit, sich vorzustellen. Also hinter der Idee steckt eben Kinder, die nicht super sportlich sind, eben den Spaß an der Bewegung zu erhalten. Also ich selber bin eben fürchterlich unsportlich, schon immer auch als Kind gewesen und bin da auch immer so ein bisschen geärgert worden in der Schule und habe dann auch keine Lust gehabt, mich sportlich zu betätigen. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die man eigentlich immer verfolgen sollte, dass man eben Spaß an der Bewegung hat und ohne dass man jetzt unbedingt da die super Leistung bringen kann. Und das war die Idee eben hier bei diesem Kinderleichtverein, das voranzutreiben, dass eben die Kinder, die nicht gerne Sport machen oder die ein bisschen benachteiligt sind, dass die trotzdem den Spaß an der Bewegung erhalten, um dann eben nicht dick zu werden oder sich weiterhin gelenkig zu bleiben oder wie auch immer. Schirmherrin des Vereins ist Dr. Martina Münch, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. Ihr fiel dabei die ehrenvolle Aufgabe zu, einen Scheck über 49.800 Euro in Empfang zu nehmen. Gestiftet von der DAK und überreicht von Uwe Hilbig, dem Leiter der Vertriebsregion Raum Cottbus. Vor 2 Jahren ungefähr, da hat sich der Stadtsportbund und die DAK und viele andere Interessierte sich eigentlich dafür interessiert, was für die Kinder zu machen. Also nicht im Leistungssport, sondern einfach in der Freizeit, also einen Freizeitsport zu machen. Und genau darüber ist das Projekt entstanden, dass wir jetzt, sage ich mal, auch die Kinder, die jetzt nicht beim Fußball oder beim Handball oder so, sondern einfach bloß Sport machen wollen und sich bewegen können. Wir haben teils Sponsoren schon gefunden für das Projekt, was immer noch nicht reicht. Und wir wollen jetzt ganz viele Kinder reinkriegen in das Projekt, die dann eben Sport machen, die in die große Turnhalle gehen, einfach mal das Flair erleben und dass sie sich eben bewegen, weil Bewegung fördert Geist und Seele, wie man so schön sagt. Der Stadtteil Vorplatz war an diesem Tag eine große Spiel- und Sportstätte. Die vielen Stände der engagierten Einrichtungen, Projekte und Vereine boten zahlreiche Möglichkeiten, um zu malen, zu basteln oder sich zu bewegen.
Kinder entwickeln sich und sind ja keine kleinen Erwachsenen. Kinder brauchen Bewegung, damit auch der Verstand, die Intelligenz sich entwickelt. Kinder lernen über Bewegung beispielsweise, wie Rechnen funktioniert. Sie lernen überhaupt, wie sie sich in der Welt auch fühlen. Bewegung ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Nun, gerade wenn man Kinder beobachtet, die fröhlich aufwachsen, dann hopsen und springen und rennen die eigentlich den ganzen Tag, weil es ein großes Bedürfnis ist, die Motorik auch weiterzuentwickeln und insgesamt die Welt durch Bewegung zu erkunden. Deswegen ist es unheimlich schön, wenn es möglich ist, so etwas zu unterstützen. Das gelingt aber nicht allen Kindern. Es gibt Familien, da wird Bewegung nicht gefördert, da sitzen Kinder vor dem Fernseher, da sind keine Erwachsenen, die Kinder auch wirklich unterstützen. Deswegen ist dieser Verein Kinderleicht ganz wichtig. Praktische und finanzielle Hilfe ist bei Kinderleicht immer willkommen. Unterstützung erhält der Verein auch durch das Jugendamt der Stadt Cottbus. Heute ist der 20. Weltkindertag in unserer Stadt Cottbus. Der hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Wir entwickeln immer neue Projekte, neue Ideen. Und so haben wir auch dieses neue sportliche Projekt entwickelt. Da freue ich mich sehr, dass wir viele Partner gefunden haben. Wir als Jugendamt unterstützen natürlich als erstes in Richtung unseres eigenen Stadtsportbundes und dort der Sportjugend, die ja Initiatoren sind. Ich selbst habe Kollegen, die in diesem Projekt aktiv mitarbeiten. Und über unseren Jugendförderplan unterstützen wir da auch ein Stückchen finanziell. Für mich ist das ganz wichtig. Ich habe inzwischen Enkelkinder und morgen am eigentlichen Weltkindertag werden meine Zwillinge, die jüngsten, 3 Jahre alt. Also die sind genau in dem Alter, wo man sagt, man muss jetzt schon anfangen, Kinder in Bewegung zu setzen. Und wenn es die Schritte bis zur Kita sind, also nicht immer mit Mama und Papa mit dem Auto und kleine Wegstrecken können die Bambinos, das erleben wir ja jährlich auch schon laufen. Und es ist erstaunlich, welche tolle Leistungen da schon vollbracht werden. Sportliche Angebote ohne Leistungsdruck und gesunde Ernährung, die auch schmeckt. Das sind die Ziele des Vereins Kinderleicht in Cottbus. Informieren können sich interessierte Eltern auf der Webseite des Vereins www.kinderleicht-cottbus.de oder persönlich in der Dresdner Straße 18 in der Geschäftsstelle des Stadtsportbundes Cottbus. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Sendung, liebe Zuschauer. Morgen stellen wir Ihnen einen Traktor-Fan aus Neuhausen vor. Außerdem zeigen wir, warum es bei der Feuerwehr in Kahren derzeit viel Grund zur Freude gibt. Schalten Sie also auch morgen wieder ein. Machen Sie es gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ein Restaurant der ganz besonderen Art. Essen vom heißen Stein. Mit frischen Zutaten aller Art, ob herzhaft oder süß, herrliche Köstlichkeiten selbst auf dem heißen Stein zubereiten und genießen. Oder am Platz leckere Varianten flambiert am Spieß ausprobieren. Ein besonderes Erlebnis für alle Sinne. Natürlich gibt es auch Spezialitäten à la carte. Im Steineck, Berliner Straße 1, Ecke Altmarkt. Reservierungen unter Cottbus 49 49 221. Die Agentur für Arbeit Cottbus organisiert eine informative Vortragsreihe vom 1. bis 10. Oktober für Schüler, Schülerinnen sowie allen Interessierten zu den Themen Ausbildung, Studienmöglichkeiten und Karriere im Berufsinformationszentrum Cottbus. Etablierte Unternehmen wie die Agentur für Arbeit, der Polizeivollzugsdienst, die Deutsche Bahn AG und die Bundeswehr stellen sich vor. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Agentur für Arbeit Cottbus, Bahnhofstraße 10 oder unter Telefon 0355 619 21 75. Erleben auch Sie im 8. Showjahr einen Abend der Superlative mit Punsch am Feuer, Weihnachtsbuffet und einer fantastischen Show in der alten Chemiefabrik. Dieses Jahr Winterwunderland und Dinner, Broadway-Feeling pur mit Wanda K. Stimmgewaltige Interpretationen der ganz Großen des Showgeschäfts. Diese phänomenale Show dürfen Sie sich nicht entgehen lassen.
Vom 29. November bis 20. Dezember. Immer donnerstags bis samstags. Winter, Wunderland und Dinner. Ihre Weihnachtsfeier der besonderen Art. In der alten Chemiefabrik. Jetzt das Firmen-Sorglos-Paket reservieren. Weihnachtsbuffet, Show und Tanz für 59,95 Euro pro Person. Informationen und Reservierungen unter Cottbus 48 3x6 21 oder www.alte-chemiefabrik.de. Das Projekt Mut, Mädchen und Technik lädt alle Mädchen, Eltern und Interessierte zum 2. UN-Weltmädchentag am 11. Oktober in die Lila Villa ein. Dabei können sich die Besucherinnen bei vielfältigen Mitmachangeboten in den Bereichen Technik, Handwerk, Naturwissenschaften und IT ausprobieren. Von 10 bis 17 Uhr in der Lila Villa Teamstraße 55. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zu den Angeboten unter frauenzentrum-cottbus.de oder über Facebook. Landskron, die private Braumanufaktur, präsentiert Ihnen das Wetter. Der Mittwoch startete mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Gegen Abend hin zog sich die Wolkendecke aber immer mehr zu, trotzdem blieb es den Tag über mit 15 Grad recht mild. In der Nacht bringen die Wolken auch noch Regen mit sich. Immerhin eine starke Abkühlung wird es nicht geben. Die Temperaturen liegen bei um die 13 Grad. Der Donnerstag beginnt und endet mit Regen. Leichte Auflockerungen sind aber stellenweise möglich. Die Höchsttemperaturen liegen um die 14 Grad. Das Wetter präsentierte Ihnen Landskron, die private Braumanufaktur. Genießen Sie das Bier des Monats Oktober, Landskron Puppenschulzes Schwarzes. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron, immer ein Genuss. Ganz nah dran. BB, MV, Lokal-TV. Der Gemeinschaftssender aus Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Täglich von 17 bis 23 Uhr, aktuell und ganz lokal. Jederzeit verfügbar als Internetfernsehen. BB, MV, Lokal-TV. Denn mit dem Internetfernsehen HBB-TV werden Sie zum Programmdirektor. Der rote Knopf auf der Fernbedienung, Ihr Zugang zur ganzen Vielfalt bei BBMV rund um die Uhr, jederzeit. Mit dem gelben Knopf geht's zu den Beiträgen übersichtlich und kinderleicht zu bedienen. Alles, was Sie brauchen, ist ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät und ein Internetzugang. Auch über eine HBB-TV-taugliche Satellitenbox sind Sie dabei. Alles ist möglich, denn HBB TV.